Hallo und herzlich willkommen zum weiteren Part Bergman Arkham Asylum. Ja, hier hatten wir jetzt irgendwie festgestellt, dass der irgendwie Wissenschaftler braucht oder nicht braucht. Oder zumindest nimmt er die hier mit in Gefangen und wollen wir doch mal gucken, ob wir da irgendwas ein bisschen verhindern können. Vielleicht. Maybe. Wir können ja mal wieder diesen da benutzen. Shit. Da. Er ist verschwunden. Oh Gott, er ist einfach. Scheiße. Ja, komm, ich stelle mich gleich hier megamäßig dämlich an. Ich nehme die Tür. Ja, genau, das sieht mich, ist klar. Ich werde Kleine. Dich töten. Ja, dann komm her. Komm! Wie sie alle rumstehen mit fetten Schrotflinten. Ich rufe Dr. Fledermaus! Ich rufe Dr. Fledermaus! Ist da ein Dr. Fledermaus im Raum? Da ist kein Dr. Fledermaus im Raum. Das hier ist ein Haus, ist das? Sieht mir nach Folterkammer aus. Meine Güte. Wo will ich eigentlich hin? Geh mal hier halt mal raus. Krankenhäuser, da grusel ich mich immer. Meine Güte, meine Gesundheitsanzeige blinkt hier ganz schön. Das macht mich kirre. Ist jemand da drin etwas gesteckt? Nein, doch da nicht hin. Naja, gut. Hätte man vielleicht irgendwie machen können, gerade den auszuschalten. Häuser nicht sauber sein, hier stinkt's. Komm, mach mal. Muss man den nicht noch... Was ist denn da los? Ich dachte, das hätte ich jetzt gemacht. Was? Verstehe ich nicht. Ich dachte, ich hätte den ausgeschaltet. Beziehungsweise, warum hat das nicht geklappt? Ich dachte, du würdest länger durchhalten. Schon wieder der Joker. Shit. So, wo bin ich denn jetzt eigentlich? Ah ja, hier. Lass mich. Sei still und geh mit den anderen darunter. Bewegung! Okay, ich hab's gehört. Ich geh schon. Warum braucht er die Ärzte? Ich muss sie retten. Zustand ruhig. Kriegen wir das hin? Hey, Moment mal. Joker hat gesagt, ich kann mit euch machen, was ich will, wenn er fertig ist. Umgekehrtes Ausschalten? Hey, geh von mir runter! Ah, das... Das hatte man ja irgendwie gemacht, ne? Dass man das... Unser könnt ihr von überall kommen. Das gibt's doch nicht! Ich weiß nicht, wo er hin ist. Irgendwo nach oben! Ja, komm, den holen wir uns jetzt mal gerade. So, müsste doch irgendwie noch... Haben wir den jetzt wenigstens? Ich hoffe es doch. Nein, natürlich nicht. Come on! Gute Arbeit. Ich verstehe es jetzt gerade nicht. Es funktioniert nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle. Ich grüße meinen gefallenen Feind. Halt die Schnauze! Fand das irgendwie eigentlich so ganz nice. Sei still und geh mit den anderen darunter. Bewegung! Okay, ich hab's gehört. Ich geh schon. Warum braucht er die Ärzte? Ich muss sie retten. So, das müsste ja so funktionieren, ne? Hey, geh von mir runter! Da oben über uns! Ja. Erstmal ein bisschen
bisschen weg hier. So. Irgendwie war doch da was, dass ich den ausschalten kann, aber komplett, Mann. Na, was mache ich denn da für einen Scheiß? Langsam fängt der Mann zu nerven. Erneut versucht. Was mache ich denn da jetzt für einen Scheiß? Das kann doch wohl nicht sein. Lass mich. Sei still und geh mit den anderen da runter. Bewegung! Okay, okay, ich hab's gehört. Ich geh schon. Warum braucht er die Ärzte? Ich muss sie retten. So. Und nun? Na, mal gucken, vielleicht klappt das jetzt mal ohne das. Von mir runter! Ohne dass er gleich die ganze Meute Alarm schlägt. Ich hab nicht gesehen, wo er hin ist. Ich kann ihn nicht mehr sehen. So. Ich will euch nicht beunruhigen, Jungs, aber ich. Nein, da kommt einer raus! Nein, da steht noch einer! Weg hier, weg hier! Ja, komm! Natürlich! Er könnte von überall kommen, pass auf! Ja, mit diesem Dings krieg ich da nichts gebacken. Toll, alle drei stehen da jetzt einfach mal auf einem Fleck rum. Da. Ich sollte es vielleicht doch anders machen. Ich rufe Dr. Fledermaus. Ich rufe Dr. Fledermaus. Ist da ein Dr. Fledermaus im Raum? Ja, nee, das funktioniert jetzt hier auf jeden Fall mal nicht. Nicht erwarten, hier rauszukommen. Das Krankenhaus macht mir tierische Angst. Ich gehe mal hier rüber. Und darüber. Es geht der da runter. Ich pack's nicht. Also überall hängt aber was drunter, ne? Das hier gebaut. Sieht wie kein Krankenhaus aus, das ich kenne. Das gibt's doch nicht. Und sofort werde ich gesehen. Lasst mich doch mal da. Nein, Mensch. Blöd, dass man sich halt erst noch ducken muss. Bevor man da nahe kommt. Aus der Hocke heraus kann ich diese Dinger hier nicht holen. Offensichtlich. Ist jemand da drin etwas gestresst? Rast euer Herzschlag? Dann kriegt das schnell in den Griff und stoppt Batman. Sonst kümmere ich mich um euren Blutdruck. Und zwar für immer. Entdeckt mich jetzt bitte mal nicht sofort, ne? Ja, wer danke. Wer nett danke. Ich denke mal, dass ich mich halt feier auch blöde anstelle. Da ist einer. Okay. An der Tür, hier ist nichts. Kann ich das irgendwie
lautloses Ausschalten. So. Nein, natürlich. Natürlich. Ach, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Ich hol mir einen und instant kommt einer auf den zugelaufen. So ganz gemütlich. Mann, warum muss eigentlich immer mir so ein Scheiß passieren? Warum habe ich so ein Scheiß-Timing? Mann, das gibt's doch nicht. Kann ich nochmal von vorn anfangen? Okay, okay, ich hab's gehört. Ich geh schon. Warum braucht er die Ärzte? Ich muss sie retten. Ja. Wir überlegen, ob ich das jetzt vielleicht nicht doch ein bisschen nochmal ganz anders angehe. Oh, come on. So, jetzt aber. Mit der ausgeschaltet, ohne dass es jemand sieht. Würde den jetzt auch gern verschwinden lassen. Das kann ich aber leider irgendwie nicht. Das kriege ich aber hin, hey. So, und jetzt gehen wir... Nein, jetzt geht er natürlich weg. Die Sau. Nein, ich will jetzt hier keinen Gleittritt machen. Ich schneide dich ab, wenn ich mit der Fledermaus fertig bin. Kennt jemand einen Weg hier raus? Es sind noch drei Mann hier. Wieso sind das noch drei? Moment. Das waren also. Das sind also fünf? Mann. Ich rufe Dr. Fledermaus. Ist da ein Dr. Fledermaus im Raum? Hey, du könntest doch hier mal wieder hingehen, wo du hergekommen bist. Ich hasse den Gestank. Ja, das war dann vielleicht jetzt echt keine gute Idee. Jetzt sind die hier alle aufgewühlt und so, ne? Hey, aber wenn der jetzt hier wieder schön herkommt, dann kann ich das ja jetzt machen. Er müsste nur halt auch mal herkommen. Da grusel ich mich immer. Da grusel ich mich immer. Komm rein, komm schon. Sei nicht so schüchtern. Komm schon. Lass uns nicht. Ich will euch nicht beunruhigen, Jungs, aber du Schüchterne. Natürlich, die Kotztüte. Nö, ich warte jetzt hier. Ich will es hier nicht. Ich werde jetzt hier nichts überstürzen. Joker will die Fledermaus. Ja. Wir waren hier, um ihnen zu helfen. Ha! Was machst du da? Ah! Schnell wieder weg. Und haben wir noch einen von denen aufgehängt. Ich sag's so ungern, aber ihr seid ganz allein in diesem großen, gruseligen Krankenhaus. Hey, Moment mal, der ist jetzt was, da? Was ist los? So, dann haben wir jetzt gleich nur noch einen. Erstmal wieder rüber. So. Hä? Was? Püt, püt. Ja, du bist jetzt alleine. Freust du dich? Den könnte man jetzt theoretisch hier angreifen, so. Gleittrittmäßig. Warum kann ich dem eigentlich nicht mehr geben, wenn der am Boden liegt? Hallo, ist dein Doktor anwesend? Nein? Schade. Ich habe ja einen Verwundeten. Aber immerhin haben wir es jetzt mal geschafft. So. Ärztliche Hilfe brauchen. Was machen wir denn hier eigentlich? Wir sind in Sicherheit.
Ach, die sind jetzt auf einmal in Sicherheit. Ich dachte, ich sollte sie befreien. Na gut, dann sind sie halt in Sicherheit. Ich weiß nicht, was passiert ist. Guck an. Wir haben gerade unsere abendliche Runde gedreht, als auf einmal bewaffnete Gangster reinstürmten und uns als Geisel nahmen. War noch jemand bei Ihnen? Sie brachten jemanden in den Fahrstuhl. Ich weiß nicht wen. Offensichtlich wollten Sie nicht verfolgt werden. Der Fahrstuhl scheint abgestellt worden zu sein. Hier passiert Ihnen nichts. Wir schaffen das schon. Was ist mit den anderen? Wir haben Schüsse gehört. Sie könnten tot sein. Wir sollten hingehen und helfen. Oh, das habe ich vergessen. Dr. Kellerman war im Patientenuntersuchungsraum und Dr. Chen ist in den Operationssaal gegangen. Und Dr. Young ist zum Röntgen gegangen. Okay, bleiben Sie hier. Ich finde die anderen Ärzte. Ich bin hier, Mike. Halte still. Ich befreie dich. Geht's dir gut? Wir sind in Sicherheit. Batman hat uns gerettet. Batman findet die anderen. Wollen wir mal gucken, ob wir hier wieder irgendwelche schöne Spuren finden. Wir sind ja von daher gekommen, oder? Wie war das? Wobei ich jetzt hier nicht ganz so sicher bin, in welche Richtung ich gehen sollte. Okay, dann würde ich sagen, ja, eigentlich bin ich ja von daher gekommen, ne? Bin ich mir jetzt nicht so ganz klar, warum ich ausgerechnet hier lang gehen sollte. Aber kann ich das? Das will er nicht. Was haben wir denn hier? Irgendwas? Also hier ist keine Spur. Aber vielleicht hat sie hier was. Ganz spontan. Ach! Gut, da komme ich von der anderen Seite. Komme ich von der anderen Seite eigentlich dahin? Das probiere ich jetzt mal gerade aus. Ohne in den Raum zu gehen. Weil auf der anderen Seite waren jetzt hier so Spuren. Ja, da komme ich auch rein. Unterbrechlich, was haben wir hier? Eieieiei. Überall Tabak und noch mehr Tabak. So. Scheint da wohl farblichen Unterschied zu geben, ob er die Dinger schon gescannt hat oder nicht. Das eine da hinten hat er noch nicht. Aua. Ja. Ich soll auf der Karte nach Zielen suchen, okay? Da soll ich also hin. Und da soll ich hin. Und da soll ich hin. Hey, das ist eine ganze Menge, wo ich da hin soll, ne? Hier und da und dort und dann wohl erstmal dahin. So, das war hier raus. Gucken wir mal, ob wir da irgendwie rauskommen. Ich weiß es ja nicht. Aber es könnte durchaus sein, dass man da irgendwie rauskommt. Ne, Moment mal. Dürfte jetzt hier an der falschen Adresse sein. Ich muss da irgendwie hin. Wie zum Teufel? Ist da irgendwas? Nö. Natürlich nicht. Hä? Ich verstehe es nicht. Warum verstehe ich es nicht? Wahrscheinlich, weil ich wieder mal zu blöd bin. Ja, hier rechts von mir soll ein Ausgang sein. Was? Wie? Wo? Oder muss ich hier komplett nochmal... Warum? Nee. Wo sind denn diese Ziele hier? Ich könnte es halt auch mal... Ich könnte es da mal probieren, an diesem Fahrstuhl. Weiß jetzt aber nicht, ob er offen ist. Okay, weil ihr wisst was? Ich würde sagen, war es das jetzt erstmal für den Part. Und im nächsten gucken wir mal, ob wir da was finden. Vielen Dank fürs Zuschauen.